Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Mal zeige ich dir ein Tutorial, wie ich damals von einem Standard 2-Fingerhard zu einem 3-Fingerhard gewechselt bin. Außerdem werden wir natürlich auch über meine anderen Einstellungen gehen, wie meine Sensibilität und so weiter. Wenn dein Hard so ähnlich aussehen sollte, wie meins gerade aussieht, dann say no more fam, I got you, bitch. So, als allererstes brauchen wir den Schießbutton mit dem Kreuz in der linken oberen Ecke. Ich empfehle dir mit der linken Hand den Daumen zum Laufen und den Zeigefinger zum Schießen zu benutzen. Die rechte Hand wird wie gewohnt nur beim Daumen bleiben. Natürlich kannst du das auch genau andersherum machen, nur ich persönlich mag es halt nicht, mit einer Hand alles machen zu müssen, wie schießen und ziehen gleichzeitig. Aus dem Grund teile ich mir das Ganze auch einfach auf, so dass ich dann mit dem linken Zeigefinger schieße und mit dem rechten Daumen ziele. Alle unwichtigen Sachen wie Einstellungen, Mikro, etc. habe ich auf der rechten Seite des Bildschirms getan, damit sie mich beim Spielen einfach nicht stören. Ich würde immer gucken, dass ich die Map und die Anzeigetafel oben in der Mitte so klein wie möglich mache, damit ich einfach mehr vom Spielfeld sehen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für die Scorestreaks unten und die Waffen. Bei diesem HUD liegt der Fokus hauptsächlich beim Sliden. Das Sliden ist dein Power-Move, den du unbedingt verinnerlichen solltest. Das Sliden, Nachladen und Zielen solltest du immer so nah aneinander haben, wie es geht, sodass du immer schnell genug auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Das Liegen und Springen ist bei diesem HUD so egal, denn egal wie du es drehst und wendest, es wird immer nach hinten losgehen. Du kannst nämlich einfach nicht schießen gleichzeitig und dabei springen, weil dann kannst du nicht mehr zielen, also lenken, wohin du hinschießt sozusagen. Bei diesem HUD hier habe ich mir die Knöpfe so hingelegt, wie sie sind, weil es für mich einfach am besten gepasst hat. Was du aber anders machen kannst, ist den Spring- und Ziel-Button zu wechseln und dann nochmal den Ziel- und Nachlade-Button zu wechseln. Das würde dann so aussehen wie in diesem Bild hier, was ich gerade jetzt einblende. Das würde ich im Nachhinein sogar auch so machen, weil es einfach viel effizienter ist und in meinem Kopf einfach mehr Sinn macht. Wir werden jetzt als nächstes die Einstellungen von mir überfliegen und dann geht's weiter mit einem Gameplay, wo ich dann mit den drei Fingern spiele. Hier ist es wichtig, dass du auf das Zahnrad gehst, neben Custom und alle Waffen von Hipfire auf ADS änderst. Die werden wahrscheinlich sowieso alle bei euch ADS sein, aber wenn nicht, dann müsst ihr das nochmal ändern. Hier überfliegen wir nochmal alles, da könnt ihr auch einfach pausieren, wenn euch das zu schnell ist. Wichtig ist, dass ihr bei ADS auf Tab to ADS habt. Ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube halten zum Zielen oder sowas müsste es sein. Hier sind nochmal meine Sensitivity-Einstellungen, ich habe immer auf Fixed Speed und ja, ihr seht es ja, ihr könnt es ja kopieren, übernehmen, auf dem Handy rate ich euch generell einfach immer eine höhere Sensibilitätseinstellung zu haben als 100 oder sowas. Das folgende Spiel ist übrigens auch mit Austronym. Sucht sie mal auf YouTube, ihr werdet sie finden. Und dummerweise ist das folgende Spiel ohne Mikro. Also ich habe geredet, aber man konnte mich nicht hören. Deswegen wird dann Voice-Over geben und ich werde ein bisschen erzählen, wie ich spiele. Und ja, so viel dazu. Es geht auch schon los. Ich laufe immer zu B hier hinter diesem Stein hin, um in der Regel kommt da immer, es gibt immer einen Deppen, der da durch die Mitte durchlaufen will und dann ist es immer ein Free Kill. Hier auch hinter dem Kasten, das abuse ich so hart jedes Mal auf dieser Map. Ich camp da wie so ein Ekliger und also es ist einfach easy. So gewinnst du Ranked einfach. Immer hinterm Schutz bleiben. Immer campen. Und dann läuft's. Enemy in sight! We've taken the lead. Reloading, cover me. UAV online. Losing V. UAV recon ready for deployment. Ich glaube, hier merkt ihr auch, wie ja, wie nennt man das? Es ist so brainless, aber es ist einfach simpel. Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber die Leute laufen hier lang, man holt easy kills. Ich glaube, jetzt hier um die Ecke kommt sogar noch einer. Ja, das ist da. Ja, der holt mich nicht. Den habe ich sogar geholt.
Ja, ich glaube, jetzt kriege ich doch mal da durch und jetzt habe ich mich überschätzt. Aber ich war auch angeschlagen, also ich war schon low und deswegen glaube ich ein, zwei Kugeln, das war schon vorbei. Ja, hier gehe ich auch nochmal mit Astronym. Ich glaube, sie hat mir auch gleich. Ja, da war sie ein bisschen schneller. Eigentlich wäre das mein Krieg gewesen, aber den gehe ich mal, ne? Hier auch wieder das gleiche Szenario. Immer hinter diesem Kasten hole ich mir immer alle Kills. Und ja, ich stehe da immer, weil wir in der Regel immer B und C gehalten haben. Und dann macht es einfach Sinn, da hinten einfach zu campen und zu warten, bis die Leute, bis die Gegner von der A-Seite spawnen und dann laufen sie darüber zu B und dann kannst du sie easy abholen. Ja, hier gehe ich immer ein bisschen zu mit dem Gladiator, gehe ich einmal durch. Auch immer zum Anmerken, ich spiele normalerweise mit 5 Fingern, deswegen ist 3 Fingern für mich eigentlich ziemlich hart und es war wirklich schwierig. Es war lucky irgendwie. Ich weiß nicht. Ich konnte mich schnell dran gewöhnen. Da wurde ich gerade noch gerettet, weil die Runde vorbeiging, sonst wäre ich sowieso gestorben. Double Kill, jawoll. Reloading, cover me! Da bin das nur ich. Captain Charlie. Nein. Bei C auch. Enemy! Why are you bullying me? Recon ready for deployment. Losing C. UAV online. We lost C. Capturing Alpha. Boah, also hier hatte ich mich echt überschätzt. Mit 5 Fingern, wenn mir das nie im Leben passiert, Leute, ich sag's euch. Niemals. Ja, hier nochmal ein Easy Kill. Gleiches Szenario wie davor. Und kommt da jetzt mal zwei. Nochmal ein paar Kills. Hier habe ich sogar gecheckt, Shock RC hat nicht reagiert, deswegen bin ich schnell andersrum. Da war mal klar, okay, da will irgendwas versuchen. Und dann habe ich nochmal schnell abgeholt und sein Team mit gleich hinterher. Hostile Hunter Killer Drone inbound. We're almost there. Keep it up. Losing A. Predator Missile inbound. Hier nochmal zum Anmerken. Mein Teammate geht jetzt durch die Mitte und ich gehe immer an der Wand rechts lang. Ich gehe niemals durch die Mitte. 100 Pro, der eine Typ, der hätte mich geholt, Leute. Ich sag's euch. Und genau hier habe ich mich gewundert, so, hä? Vitol? Wer hat eine Vitol? Und da habe ich gecheckt, ich habe eine Vitol. Weil ich spiele keine Vitol eigentlich normalerweise und ich habe nicht damit gerechnet. Naja, wie auch immer, ich konnte sie sowieso nicht rufen, weil irgendwas war in der Luft und dann ging's einfach nicht. Und ja, hier kommen auf jeden Fall nochmal meine Loadouts. Oder mein Loadout für die ASM-10. Und ja, so spiele ich sie, so ist die Waffe am besten. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Security.